Diesmal installiere ich einen GNOME. So, als erstes vielleicht mal die Grundinstallation auf dem echten System durch. Das werde ich jetzt nicht in diesem Video wiederholen, sondern werde es einfach schnell durchspielen. Wer die Grundinstallation nochmal sehen möchte, ich verlinke sie jetzt hier in einer Annotation. Lustigerweise habe ich tatsächlich mein eigenes Video verwendet, um nochmal nachzuschauen, wie das genau geht. Das hat eigentlich alles super geklappt. Also wir sind jetzt hier auf dem echten System, haben auch wieder Internet, ajo, haben wir, und kommen dann jetzt zur Installation des X-Servers. Das machen wir mit pacman-s x.org-server xorg-xinit xorg-utils und xorg-server-utils. Hier haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, die wir installieren möchten. Da ich keine Nvidia-Grafikkarte in diesem System habe, würde ich jetzt die Standard Mesa nehmen. Die wird mir auch als Default vorgeschlagen. Als Input-Driver, ja, libevent ist, glaube ich, ganz okay. Und dann wird nochmal eine Zusammenfassung angezeigt, was wir installieren möchten. Das akzeptiere ich jetzt. Installation läuft. Als nächstes brauchen wir noch die Treiber für unsere Grafikkarte. Ich installiere jetzt einfach mal alle. Das mache ich wieder mit pacman-s xorg-drivers. Ja, alle. Klingt gut. Und Enter. Als nächstes kommen dann noch ein paar Schriftarten hinzu, beziehungsweise eine. pacman-s ttf-déjà-vu. Déjà-vu. Jo. Und installieren. Und damit sollten wir auch schon einen funktionierenden X-Server haben. Auch das sieht recht okay aus. Mit Alt-STRG-F1 kommen wir zurück in die Konsole. STRG-C beenden. Und dann fangen wir auch schon mit der Installation des GNOMEs an, oder GNOMEs. Installation von GNOME ist absolut unspektakulär. pacman-s GNOME und GNOME-extra und Enter. Für die x264 Library nehmen wir auch wieder die Default Library und los geht's. So, GNOME muss jetzt drauf sein. Der nächste Schritt wäre jetzt GDM zu aktivieren. Das geht mit systemctl. Enable GDM. Scheint geklappt zu haben. Und damit sollte jetzt der GDM sofort beim Reboot mitstarten. Probieren wir einfach mal aus. Tada! Das sieht doch sehr gut aus. Mein Benutzer ist da, ich logge mich jetzt ein. Maus funktioniert, das sah doch auch schon mal ziemlich lustig aus. Und ich habe ein aktuelles GNOME. Juhu! Ja, das war's. Falls ihr noch Fragen habt, unten im Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, ein Thumb up. Wenn es euch nicht gefallen hat, Thumb down. Je nachdem, wie die Videos bewertet werden, werde ich auch weitere Videos in diese Richtung erstellen.
Und damit ihr keins von denen verpasst, am besten gleich subscriben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.